In diesem Video schauen wir auf das Nochmalspiel. Das Nochmalspiel gehört zu den Interaktionsspielen. Interaktionsspiele sind Angebote zur Förderung und Unterstützung von kommunikativen Fähigkeiten. Grundprinzip des Interaktionsspiels ist, dass die Person, die lernende Person, die Erfahrung machen kann, dass sie selbst wirksam ist durch Kommunikation. Das heißt, sie kann durch Kommunikation die Handlung von einem Du, von einem Gegenüber beeinflussen. Das lässt sich wiederholen. Das macht Spaß. Also letztendlich, kommunikativ betrachtet, geht es um Handlungen fordern. Ich kann anderen Menschen sagen, was sie tun sollen für mich. Und das macht im Zweifelsfall Spaß und ich erlebe mich als aktiv. Das heißt, das Interaktionsspiel gehört weniger zu den Möglichkeiten des Modeling, sondern vielmehr zu den Möglichkeiten des Übens. Dazu habe ich ja auch ein anderes Video auf meinem Kanal. Genau. Beim Nochmalspiel werden wir jetzt hier in dem Video vor allem auf das Nochmalspiel mit Symbolen schauen. Das Nochmalspiel fängt schon viel früher an, das heißt, Nochmalspiele können ja auch schon durch Blicke, Laute, Gesten funktionieren. Das heißt, ich mache irgendwas für die Person, ich kitzel sie oder ich massiere sie oder ich sage Juhu, mache eine erwartungsvolle Pause und wenn die Person mich anschaut und macht oder intensiv Blickkontakt aufnimmt, würde ich das jetzt vielleicht überinterpretieren und sagen, ah, das möchtest du nochmal und mache es eben nochmal. Darum geht es letztendlich bei dem Spiel. Genauso können wir das natürlich auch mit Gebärden machen. Trotzdem möchte ich das jetzt hier am Beispiel Symbol erklären. Vor allem, weil das Symbol jetzt auch durchaus einen Vorteil hat. Nämlich die Person muss erstmal nicht ein aktives Zeichen lernen. Es ist ein eindeutiges Zeichen, was man dann auch auf viele andere Situationen übertragen kann. Also, die Idee ist also, wir bieten etwas an, egal jetzt welche Form. Es könnte also eine einzelne Bildkarte sein oder auch hier eine einzelne Bildkarte, die wir dann eben mit Klett oder sowas anbieten. Natürlich können wir das auch auf einer dynamischen Kommunikationshilfe wie dem iPad machen, wo wir erstmal einen Button nur mit nochmal drauf machen. Am bekanntesten in der Praxis ist es vermutlich durch sprechende Tasten, wo das Wort drauf ist. Das heißt, hier können wir das Wort nochmal drauf sprechen. Nochmal. 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 Ah, wunderbar, hat geklappt. Und jetzt biete ich aktiv eine Handlung an, die der Person Spaß macht. Ich kitzel sie, ich massiere sie, ich streichle sie, also eher körpernahe Sachen. Darüber kann man jetzt diskutieren, aber ne, entweder körpernahe Angebote oder Dinge, wo ich mich selber zum Affen mache. Ich sage laut Juhu, ich mache Puff, ich stecke den Finger in die Nase, ich wackel mit dem Po, was auch immer. Ne, ich mache eine aktive, lustige Handlung, ich biete das also an, ich mache eine Pause und wenn Pause ist, kann ich das der Person anbieten und wenn sie dann nochmal verlangt oder meinetwegen auch auf dem iPad nochmal verlangt, dann wiederhole ich diese Handlung. Letztendlich wird jetzt also ein wichtiges Zeichen in Form von einem Symbol vermittelt, nämlich das hier heißt nochmal. Das heißt nicht kitzeln, das heißt nicht in der Nase bohren, das heißt nicht Pupsgeräusch machen oder jubeln, sondern es bedeutet nochmal. Das Schöne ist, wir lassen es jetzt ein paar Mal so laufen, immer wieder nochmal, nochmal, nochmal. Mein Tipp aus der Praxis ist, dass man jetzt nicht immer wartet, bis die Person keine Lust mehr hat auf diese Nochmal-Aktivität, sondern dass man schon aufhört, wenn es noch sehr motiviert ist. Ich biete dann etwas anderes an, was wir machen können. Ein Buch anschauen, spazieren gehen, was essen, was auch immer. Weil wir wollen das natürlich nicht ausreizen. Und das Wichtige ist, dass wir verstehen, was wir hier eigentlich vermitteln, nämlich eben ein Zeichen, um eine Handlung, um die Wiederholung einer Handlung einzufordern. Kitzeln, Nase bohren, jubeln, was auch immer wir jetzt anbieten. Das heißt, ich sollte das nächste Mal, wenn wir so ein Nochmal-Spiel spielen, nicht wieder die gleiche Aktivität benutzen. Also wenn wir jetzt eben gerade gekitzelt haben, dann machen wir das heute Nachmittag vielleicht mit Jubeln und morgen mit Stampfen und mit Klatschen das nächste Mal und so weiter, damit die Person eine Chance hat zu verstehen, dass es ein allgemeines Zeichen, ein abstraktes Symbol, nämlich nochmal und nicht spezifisch bezogen auf eine Handlung. Der Vorteil jetzt ist, dass die Person also erstmal nur ein Zeichen lernt für nochmal, ein sehr wirksames Zeichen für sie selbst, ein sehr mächtiges Zeichen
und damit schon aber ganz viele Interaktionen gestalten kann, ohne jetzt gleich wahnsinnig viele Wörter lernen zu müssen. Also das Hauptprinzip ist, wir machen große Aktivitäten, die Person kann uns steuern und uns dazu bringen, immer wieder diese Handlung auszuführen. Und das soll Spaß machen, das soll für Kommunikation begeistern und so weiter. Und gehört damit zu den ganz, ganz wichtigen Dingen im Bereich unterstützte Kommunikation. Also, viel Spaß damit oder vielleicht nochmal das Video anschauen.